Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Tipps und Tricks und einem Zusatzvideo zu dem schwarze Balken entfernen Video, das bereits hochgeladen ist. Da sind so viele Anfragen gekommen und ja, da gibt es manche, die sagen, das funzt nicht und was weiß ich, und wir werden da jetzt einiges erklären dazu, schätze ich mal. Dazu brauchen wir jetzt einmal kurz einmal die Übersicht. Vorerst, ja, als erstes muss ich mit euch schimpfen. Es gibt bei jedem Game die Möglichkeit, in einem Windows-Fenster zu gamen. Und dort gibt es Resolutionen, also Auflösungen, die auch, ja, gleich das Problem vorweg, ja, lösen. Schauen wir nach. Ihr könnt da gleich von Anfang an in einer Auflösung spielen, die eben 16:9 entspricht, ja. Ich habe da wieder die Liste herausgezogen und einfach das markiert, was wichtig ist. Es ist zwar etwas klein, es gibt auch größere Resolutionen, seht ihr hier. Und ja, einfach mal da nachschauen und vielleicht das Game so einstellen und dann habt ihr das Problem nicht. Ja, warum es kompliziert machen, das ist Wikipedia, ja, Grafikmodus, und da könnt ihr dann nachgucken. Da gibt's genug Informationen darüber. Also warum ein Video strecken, das schaut ja auch irgendwie grässlich aus, Leute. Wenn ihr was Gutes produzieren wollt, dann müsst ihr das einfach so machen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass ihr bei dem Video-Render-Programm die Videos beschneidet. Anders geht das nicht, weil sonst wird es auch gestreckt. Aber grundsätzlich ist das die beste Möglichkeit. Ja, es kann man da die Anfragen, warum funzt das nicht, ja? Ich versuche jetzt das zu erklären. Es gibt auch Hilfeseiten, Hilfelinks auf YouTube, die zeige ich euch dann noch. Aber vorerst einmal die Resolutionen hier, ja? Das ist ja schon eine Erklärung von YouTube. Wenn ihr 16:9 habt, wie ihr schon vielleicht dann in einem Windows-Fenster gamet und 16:9 einstellt mit den Auflösungen, die ich euch gerade früher gezeigt habe, dann passiert überhaupt nichts. Ihr nehmt das Spiel in dieser 16:9 Format auf, rendert es in diesem 16:9 Format, das ist auch wichtig, und ladet es hoch in diesem 16:9 Format. Wenn ihr das nicht könnt, ja, dann nehmt ihr das Spiel auf in einem anderen Format, das nicht 16:9 ist. Ihr seht 4:3 vielleicht. Dann müsst ihr das Ding aber auch rendern mit eurem Renderprogramm mit 4:3 und nichts anderes. Also in dem gleichen Format, in dem ihr aufnehmt, müsst ihr das Video rendern, es auch so in diesem Format hochladen, und dann funktioniert der 16:9 Stretch Trick, ja? Nur dann funktioniert das Ding. Wenn ihr jetzt aber aufnehmt in einem Format, das nicht 16:9 ist, ja, 4:3 wieder, ihr rendert das Ding, ja, dann habt ihr da schwarze Balken, die schon im Video vorhanden sind, die auf YouTube dann nicht gestretched werden können, weil YouTube stretcht das Video nur so weit, bis es zum Videorand kommt. Das heißt, hier habt ihr einen Videorand, der nicht im Video enthalten ist. Darum kann YouTube mit diesem YouTube-Trick einfach das Video etwas strecken. Wenn ihr schon im Video Render habt, ja, dann geht das einfach nicht. Ja? Also, Letterboxing oder ja, da gibt es noch andere Sachen, aber das dürfte die Erklärung sein. Also wenn ihr in eurem gerenderten Video mit dem Renderprogramm schon Balken habt, dann kann YouTube das nicht mehr verändern mit diesem YouTube Stretch Trick, ja? Leute, ganz einfach. Also, wenn ihr andere Resolutionen als 16:9 habt, einfach die genauso, wie ihr sie aufgenommen habt, rendern und dann auch in diesem Format hochladen. Dann funktioniert dieser 16:9 Trick. Es gibt da ja diese Hilfeseite,
von YouTube. Ich packe den Link dann in die Beschreibung, ist am besten für euch, ja. Da seht ihr auch die Resolutionen, die am besten geeignet sind, ja. Auch die Bitrate der Audios und so weiter und so fort. Hier die Resolutionen. Ja, das wär's eigentlich. Ganz einfach. Schauen wir nach, es gibt dann noch eine Seite. Da stehen die Tricks auch drinnen, ist auch von YouTube. Weil ich mich gefragt habe, ob das zurzeit überhaupt noch funktioniert. Es funktioniert noch, ja, weil sonst würde YouTube das im Hilfeforum gar nicht reinstellen. Ihr könnt es mit diesen Einstellungen einfach bearbeiten, ja? Hier. Ganz einfach und easy. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Das war's eigentlich schon, ja? Also Leute, nicht, es funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert, nur müsst ihr das dann auch richtig in die Wege leiten. Ja? Also, ich hoffe, ich habe euch ein wenig helfen können und es räumt alle Fragen aus, die da gekommen sind, weil anscheinend jetzt in letzter Zeit viele, die Videos hochladen, das Problem haben. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr ein HD-Format hochladen wollt, dann nehmt es auch gleich in einem HD-Format auf. 16:9 oder ein Vielfaches davon. Ne? In diesem Sinne, Leute, euer Toso. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rendern. Haut rein. Wenn es informativ war und ihr hattet Spaß damit, dann macht ein Abo. Und wenn nicht, dann sagt sie nicht weiter. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Rendern. Ciao.